Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach und mit den ganz seichten Klängen von Auld Lang Syne wechseln wir in den September und werden in dem Fall, genauer gesagt, ich fluchen und Kartoffeln machen. Welche Reihenfolge, weiß ich noch nicht. Wir gucken. Also, wir haben alles erledigt. Ein letzter Kontrollblick. Hier gibt es nichts zu verkaufen. Das hilft uns alles nicht. Wir haben im Moment nicht das Geld für den Kartoffelroder. Ich hoffe, dass wir gleich im nächsten Monat dann entweder hier was verkaufen können oder wir werden einfach was verkaufen. Wir brauchen die Kohle. Wir schauen mal. Also, den Tieren geht's gut und so weiter. Better Contracts wollte ich auch immer schon mal reingucken in die Einstellung. Gibt es hier irgendwas Feines? Grubbern. 53 Stunden grubbern. Ja. Gut, schicken wir den noch schnell los. Und wir sind immer noch nicht unter 100. Es sind noch 117 Ballen. Verrückt. Echt verrückt. So viel Stroh. So, eine kurze Sekunde bitte. Da bin ich wieder. Und so, tatsächlich habe ich den Spielstand aus Reflex mit allen Mods geladen und da ist natürlich die Modifikation des, also der Premium Expansion mit dabei. Deswegen ist sofort das Spiel hier wieder abgeschmiert. Da muss man echt wirklich richtig aufpassen, sonst zerschieße ich uns hier die ganze Map. Und ich mache jetzt mal Folgendes, ich mache jetzt mal ganz schnell ein Backup. Einfach nur so fürs Gefühl. Okay. Dann jetzt aber. Wir brauchen auch mehr coole Autos und lustig, ich habe zwei Sachen an den Grafikeinstellungen geändert und jetzt fängt es an zu ruckeln. Verrückt. Ich weiß immer nicht, ob er dann irgendwie diese Shader-Datei neu aufbaut, deswegen kurz mal wirken lassen. Also nächster Monat. Eieiei. Ja, den Favorit schicken wir jetzt gleich nochmal los. Der ist jetzt durch das Neuladen. Ah, die Bäckerei macht jetzt, die macht jetzt Progress. Sehr cool. Ansonsten stelle ich die zwei Sachen wieder um. Ein bisschen mehr Schatten reingebracht. Okay, den haben wir. So, 274. Oioioi. Erstmal das. Perfekt. Also eine Schaufel reicht tatsächlich für zwei Monate. Das ist ganz cool zu wissen. Lässt hier noch rein. Und dann fahr mal zu dahin. Ist nah genug dran. Okay. Also, Schritt 1. Geld verdienen. Schritt 2. Kartoffeln ernten. Schritt 3. Felder mit Getreide aussehen. Das sind jetzt die großen drei Aufgaben für die nächsten Folgen. Und das heißt, ich fange als erstes mal an mit Geld verdienen. Das ist der absolute Hammer, wie sich die Frames hier halbiert haben.
Und wie ihr natürlich keinen Spielsound hattet, es läuft, es läuft, es läuft. Sozusagen ein Folgenstart mit Hindernissen. Ja, also wenn sich das nach der Folge hier oder während dieser Folge nicht beruhigt, dann stelle ich die Schatten wieder ab. Denn das war das Einzige, was ich geändert habe. Und das scheint hier das ganze Spiel durcheinander zu bringen. Dann verzichte ich doch gerne auf Schatten für ein flüssiges Spielerlebnis. So, das müssten knapp 40.000 Euro sein, würde ich vermuten. Ja, ich lade das noch auf, dann ändere ich schnell die Einstellung wieder. Und dann sollte das funktionieren. So, einmal hier zurück. Verrückt. Und das war ausgestellt, das war bei mir an. Das hat also, behaupte ich mal, Giants ausgestellt. Durch irgendeinen Patch. Oder ich bilde mir Sachen ein. Aluhut, Verschwörungstheorie wären möglich. Okay. So, bis gleich. So, da bin ich wieder. Kurze Tests gemacht zwischendrin. Bei mir scheint es zu sein, die anisotropische Filterung. Sobald ich die einstelle, läuft das Spiel gar nicht gut. Also zweifach reicht schon. Da spielt es keine Rolle. Und jetzt habe ich die ausgemacht. Jetzt scheint es wieder besser zu laufen. Okay. Superliner. Und jetzt sind die Schatten auch wieder an. Ich glaube, jetzt sieht das auch ein kleines bisschen besser aus. Ganz ohne Schatten sah komisch aus, fand ich. Aber ich habe jetzt mal den Taskmanager auf. Ich meine, ich will euch jetzt nicht langweilen mit dem ganzen Kram, aber fast keine Auslastung. 120 Frames hier auf der Karte mit, na gut, immerhin 3, 4 aktiven Fahrzeugen. Gut, also, wir müssen Geld verdienen. Als erstes. Können wir irgendwas verkaufen? Diesel. Ah, ich glaube, wir müssen an den... Also, wir können die beiden hier verkaufen. Holz sowieso. Zucker dürfen wir nicht verkaufen, weil Zwischenprodukt. Das Kuchen. Kuchen. Wir verkaufen den Kuchen. Das sind 88.000. Das machen wir auf jeden Fall. Oh, haben wir viel Saatgut. Wahnsinn. So, Musik ist nicht an. Ihr hört jetzt alles. Okay, gut, 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 gut. Musik ist jetzt auch wieder an. Also, 1 Million für Gerste. Wir verkaufen. Das auf keinen Fall. Können auch ein bisschen Silage verkaufen. Kuchen, Silage, okay, machen wir. Wir brauchen Geld. Was machen wir mit denen hier? Du fährst bitte zum Hoffermenter. Lädst dort Silage auf. Lädst dort Silage auf und bringst das zur Ravenwood Farm. Dein Kumpel macht das gleiche. Hoffermenter. Ravenwood Farm. Silage. Das sind dann immer so 40.000. Anisotropische Filterung. Ich denke da immer noch mit einem Auge, einem Ohr drüber nach. So, das Display geht nicht, weil nichts im Silo ist.
Beruhige dich, lieber Kraken. Irgendwann spielen wir mal Zack McCracken. Und das als Kind ist super cool, das Spiel. Und ich fürchte, im September werden wir auch sehr, sehr lange bleiben. Ist denn die Musik hier so laut? Im September werden wir auf jeden Fall. Aber ja, die Schatten haben gefehlt. Die sind jetzt nicht perfekt. Ich stelle die gleich nochmal eine Nummer höher. Oh, wie viel Mist haben wir? 51.000 Liter können wir uns auch mal mit beschäftigen. Und ich wollte mal Saatgut abstellen. Saatgutproduktion. Deaktivieren. Dafür Mineraldünger aktivieren. Mist muss eingeladen werden, okay. Machen wir mit dir. Cool. Mist aufladen. Saatdüngerherstellung. Mist. Mist. Gucken, wie viele wir wegkriegen. Nein! Das... Die anderen schmeiße ich einfach ins Ballenlager. Brauche ich jetzt hier nicht alle umfahren. Also, umparken. Abladeseite rechts. Gut. Und wieder los. Du bist hier angekommen. 35.000. Weniger als ich dachte. Ich hätte mit 40 gerechnet. Okay. Okay, okay, okay. Der ist ja noch am... Ja, ist auch runter auf 47 Minuten. So spielt sich das dann schön weg. Hühnerstallnahrung. Ja. Gibt es das Schnäppchen noch? Also wir rechnen mal zusammen, wie viel Geld wir brauchen. Oh, hier gibt es immer diese kleinen... die Tave. Also wir brauchen 70.000 plus... Das ist der, Komatsu ist der falsche. Plus... Wie soll man denn jetzt an 700.000 Euro kommen? Na doch mit dem Ding hier? Multifrucht. Rübentechnik, falsch abgebogen. Kartoffeltechnik. 10, 12, 12. Die Breite ist das, was mir Sorgen macht, ne? 1,5 Meter zu 3 Meter. Wir brauchen so einen schon. Oh. Mal gucken. So, einmal schnell Mist aufladen. Bisschen wird es noch dauern, bis wir in die Kartoffeln gehen, fürchte ich. Aber ich bin ganz froh, dass ich das
Ruckeln und Stottern raus. Hab anisotropische Filterung. Also ich würde sagen, meine Grafikkarte ist okay. Die sollte das eigentlich können. Na gut, ich mache mir keine Gedanken mehr, ich freue mich einfach, dass es läuft. Wird die Schatten noch einen höher stellen, die dürften ja jetzt nicht das Problem sein und vielleicht sogar nochmal ein, zwei kleine Tweaks an den Texturen machen. Wenn man jetzt ein bisschen weiß, woran es liegt, kann man den Rest wieder hochschrauben. Ah, der Fendt ist wieder angekommen. Sieht gleich ganz anders aus mit Schatten. Na Mai. So, 325. Die Frage ist jetzt, haben wir noch einen kleinen Anhänger? Glaube nicht, ne? Doch da. Cool. Torten verkaufen, die geben 100.000. Also ich versuche den großen zu holen. Wir haben das mit den Rüben ja mal gemacht und ich werde das auch wieder mit dem kleinen machen bei den Rüben. Aber bei den Kartoffeln glaube ich nicht. Und der sammelt, die fahren das Verkaufen. Der ist hier gleich durch. Der fährt ausnahmsweise auch mal. Super, super, super. Dann können wir mal eben schnell Nahrung für die Hühner holen. Und danach dann Mehl rüber schaffen. Dass wir da oben so ein bisschen die. Oh. Knick in der Optik. Dass wir ein bisschen die Meldung da oben wegkriegen. Gerste bitte. Oh, geht da ganz schön in die Knie. Ich finde das ja cool, wie das simuliert ist mit dem Gewicht und dass die Reifen sich so eindrücken und. Ganze Federhaltung des Fahrzeugs sich ändert, das finde ich echt cool. Diesen Baum hier, ich echt so premiummäßig gestellt. Oh, bitte geh alles rein. Danke. So, dann können wir gleich noch mal ein bisschen Mist laden. Das hat aber Zeit. Das können wir gleich machen. Das hat nicht so viel Zeit. Eine Ladung Holz mache ich noch schnell. Wir sind bei 336.000. Und dann werden wir uns mal angucken, wie wir das bei den Kartoffeln dann einfahren vom Kurs her. Denn ich möchte da mit dem Überladewagen auf dem Feld fahren. Und dann quasi die LKWs bzw. Trecker am Feldrand laden. Ist dann auch mal was Neues. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Aber ihr könnt eh nicht viel dagegen tun. Habe ich schon mal gesagt, dass mir das total gut gefällt, dass jetzt hier so viel Platz ist. Gefällt mir nämlich total gut. Ja, super.
Also dafür bräuchte ich keine Superstärke aktivieren. Das könnte ich im echten Leben auch so machen. Und die Folge ist schon viel zu lang, sehe ich gerade. Oh, oh, oh. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.